Der DSC Arminia Bielefeld wurde 1905 gegründet, ist also 2 Jahre älter als die Kickers. DSC steht übrigens für Deutscher Sportclub. Arminia ist vom Cheruskerfürsten Arminius abgeleitet, der in der Varusschlacht den Römern eine vernichtende Niederlage beibrachte. 1971 war Bielefeld in den Bundesliga-Skandal verwickelt, doch das ist Schnee von gestern. In Ostwestfalen ist Bielefeld längst wieder ein Kultverein. Die Formkurve der Arminia zeigt zuletzt nach oben. Von den letzten 5 Partien verloren die Bielefelder nur eines, zuletzt gab es ein 2:0 gegen Kaiserslautern. Auswärts ist die Arminia allerdings harmlos. Aus 12 Spielen holten die Ostwestfalen gerade mal 3 Punkte. An das Hinspiel am 9. Spieltag denken die Kickers gerne zurück. Unter Flutlicht siegte die Hollerbach 11 durch dieses Tor von Netzspiel Duckfuß Mitte Oktober auf der Alm mit 1:0. Jeff Saibene ist bereits der 3. Trainer bei Arminia in dieser Saison. Rüdiger Rehm und Jürgen Kramny waren zuvor wegen ausbleibender Erfolge vorzeitig entlassen worden. Der 48-jährige Saibene wurde vor rund 2 Wochen vom Schweizer Erstligisten FC Thun verpflichtet. Dort hat er sich als Retter vor dem Abstieg schon einen Namen gemacht. Gelingt ihm das auch mit Arminia, könnte sein erst einmal nur bis Saisonende laufender Vertrag verlängert werden. Die Liste der Legenden ist lang bei der Arminia. Sie reicht von den Torhütern Uli Stein und Wolfgang Kneipp über Frank Pagelsdorf, Norbert Eilenfeld oder Thomas von Hesen bis hin zu Bruno Labbadia oder Ewald Lienen, um nur einige zu nennen. Mit Walter Klaus Oehler, Stefan Kunz, Ronald Maul und Patrick Ovomoyela stellte Bielefeld zudem 4 A-Nationalspieler. Aus dem aktuellen Kader sind vor allem Keeper Wolfgang Hesel oder Stürmer Fabian Klos bekannt. Lange galt die Arminia als Fahrstuhlmannschaft. Immerhin 16 Jahre lang aber spielte sie in der ersten Bundesliga, zuletzt von 2004 bis 2009. Insgesamt 7-mal stieg Bielefeld in die erste Liga auf und auch wieder ab. Rekord gemeinsam mit dem 1. FC Nürnberg. 3-mal wurde die Arminia Meister der 2. Liga, 3-mal standen die Ostwestfalen im Halbfinale des DFB-Pokals. Es wird mit Sicherheit ein Fight werden am Wochenende, das ist klar. Ja, es geht um viel, es ist ein wichtiges Spiel. Für uns ist es die Möglichkeit, ja, Bielefeld ja, nach unten, ja, uns auf die Schlachtdistanz zu halten und uns selber halt wieder mal Punkte zu belohnen. Deswegen glaube ich, dass es sehr intensiv wird. Ja gut, sie haben einen sehr, sehr guten Stürmer vorne, der viele Tore gemacht hat. Und das, ja, gilt es in Schach zu halten.